Und somit willkommen, Freunde. Wir schauen uns jetzt mal das Kapitel 2 an. Nachdem wir Kapitel 1 abgeschlossen haben, versuchen wir uns jetzt mal ein Kapitel 2. Es wird wahrscheinlich gruselig. Je nach Stimmung erschreckt man sich oder halt auch nicht. Ich lass mich mal überraschen. Kapitel 2, das Feuer des Prometheus. Genau. Wir sind quasi hier gelandet. Ja, übrigens ein schönes Bild von Nikola Tesla. This is lead researcher Archer calling any survivors on this frequency. Is anyone out there? What the? I repeat, this is lead researcher Archer calling for any survivors on this frequency. Is anyone? Ada. Rose? Ada! Holy shit, Rose! Ada! What the hell are you doing here? Wait, what? Ada, you told me to come. I've got your letter right here. That doesn't make any sense. I didn't write you any letter, Rose. But never mind. There's been an accident. Or sabotage. It doesn't matter. We need to get off this ship. That's what the quarantine is about? Ada, what the hell is going on? Rose, listen very carefully. We really need to leave. It's spreading all... Ada! Ada! Und wieder, sag ich mal, ein Game, was sich mit Virus und Quarantäne und so beschäftigt. Auch wieder sehr aktuell, das Ganze. So, jetzt müssen wir mal gucken wegen den Tasten. Mit dieser Maschine werde ich die Welt in einer anderen befriedigen, okay. Das sieht geil aus, ne? Ich bin jetzt einfach mal so ganz blind hier hochgelaufen, weil ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Aber ich denke mal, das wird schon in dem Game hier funktionieren. So, was haben wir hier? Ist da nicht irgendwo, okay. Zeitung The World. Wardenclyffe verkündet Erfolg, Resonanz mit anderen Dimensionen, nur Tesla weiß, wie es funktioniert. Beginn des Zeitalters kostenlose Energie, verstößt Tesla gegen das Energieerhaltungsgesetz. Kostenlose Energie bedroht tausende Arbeitsplätze im Energiebereich. Aufstände erwartet. Okay. Ich kann das Spiel noch nicht so richtig einschätzen, weil man hat ja bei anderen Spielen immer so einen Pfad, wo man lang muss. So, und hier laufen wir jetzt hier einfach mal so querbeet. Wir können geradeaus laufen. Ist hier Glas, ja. Nicht, dass ich irgendwie eingewischt kriege. Wie gesagt, wir sind ja einfach blind nach oben gelaufen. What could possibly go wrong? Oh. Sieht aber nicht mehr so schick aus. Sagen. What the? Da hat einer ein bisschen hart gewütet. Oh, wir sind quasi in der Vergangenheit hier. Hello? Anyone? Die Glanzeffekte am Boden finde ich sehr geil, muss ich sagen. Bei dem hier und bei dem anderen im Schwarzen auch. Hey. Was ich krass finde, die Energien sind immer noch vorhanden. Rose, are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you, but what the hell am I doing here? If you didn't write the letter, who did? It's in your handwriting and everything. This is gonna sound weird, but it might have been me. Not present me, but future me. I know how crazy that sounds, but I promise I can explain everything. Let's rendezvous in my apartment. From there, we'll escape together, okay? Escape from what, exactly? It's not safe here, Rose. It's spreading throughout the ship. I'll tell you everything when we meet up in my apartment. You need to grab a Faraday key card from the check-in desk there in the main hall. They're kept in a wall-mounted safe. The combination should be written down somewhere nearby. The key card will automatically take the elevator to the right district.
Did you get all that? Okay. Also, wir müssen in das Zimmer von unserer Schwester. Hier brauchen wir Keycard. Die bringt uns automatisch dahin. Irgendwo müssen wir die finden. Fine. But when you get there, I'm expecting some answers. Deal? Deal. Oh, and sis? Even if I can't explain why or how you got here, really am grateful that you're here. Okay, wieder Zeitschrift. See you soon, sis. Überall Masken. Also die haben hier irgendwie Maskenball und eine Party gefeiert. Ich hoffe ja, dass die Keycard hier nicht so versteckt ist. Aber sie hat gesagt, die müsste ja hier irgendwo liegen. Achso, die Maske haben wir ja schon gesehen. Die kennen wir schon. Ich lasse mich auch diesmal wirklich überraschen. Ich habe auch keine Auflösung oder irgendwas gelesen. Sondern ich lasse das Game auf mich wirken. Noch eine Maske. Warte mal, jetzt will ich mal was gucken. Sie hat ihren Namen erwähnt. Kann es sein, dass vielleicht unter der Maske oder so vielleicht ein Keycard liegen könnte oder so? Nee, ne? Kann man die drehen? Aber nicht so, dass man die Rückseite sieht. Das haut nicht hin. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Keykarten sind ja meistens auch in irgendeiner Ecke versteckt. Die liegen ja nicht immer so offensichtlich rum. Haben wir wieder eine Maske. Wie die Möglichkeit, hinter dem Tresen zu kommen. Hier ist wieder eine Zeitung, die will ich gar nicht lesen. Okay, wo ist denn Action? Da hinten flimmert. So meistens war es ja so, wenn da irgendwo was geflimmert hat oder so, dann war da ja was. Also hier ist einmal Action. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Die Maske. Okay, und dann haben wir noch hier am Tresen, da ist es die ganze Zeit am Flimmern und am Flackern. Aber nicht hin, oder? Das haben wir uns schon angeguckt. Das ist die Zeitung, die kennen wir auch schon. Dann müssen wir doch nochmal hier ganz rüber. Liegen. Ah. Da klettert sie rüber. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können hinter die Rezeption. Oder Bar, Tresen, wie auch immer. So. Check-in-Desk-Demo, Memo. Erik, vergiss nicht, den neuen Sicherheitscode aufzuschreiben, den du ihnen änderst. Margaret muss letzte Woche extra von der Tech Labs herkommen, um den Sicherheitsmechanismus zurückzusetzen. Da fand sich gar nicht, was ist nicht noch einmal. Okay, das ist 142. Aktueller Code 142, das können wir uns ganz gut merken. Hier ist ein Tresen. Tresen, Tresor, was rede ich denn da? Mann, Mann, Mann. So, wo ist denn die 1? Eins. Wie funktioniert das denn hier? So, das ist die 1.
Mist, ja. Ja, das ist falsch. 1, 2. Dann müsste ja eigentlich eine 1, 4 sein dann. Ah, alles klar. Jo, sehr gut. District Keycard haben wir bekommen. Bingo. A keycard for the elevator. Schön, dann hoffe ich ja, dass hier kein Stein in den Weg gelegt werden. Oh, jetzt Blut und irgendwelche Krähen. Wir gehen mal ganz schnell zum Fahrstuhl. Verschwende nicht viel Zeit. Alright. Hope this works. So. Ja, da bin ich aber gespannt. Wie lange das Kapitel übrigens ist, das würde mich auch mal interessieren. Oh, Kapitel 3, das war Kapitel 2? Das ging ja fix. Kapitel 1 war ja schon sehr kurz, aber das Kapitel 3, also 2 haben wir ja auch schnell gelöst. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dann lade ich die Kapitel nach und nach hoch. Das war jetzt Kapitel 2. Danach folgt 3. Ja, lasst mal ein Abo da, Kommentare und Daumen nach oben und dann sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin.